Hallo, ich grüße euch, meine Freunde. Heute habe ich ein besonderes Video für euch. Es geht um das Parfum John Varvatos. Wenn ihr interessiert seid an Parfum-Videos oder Musikvideos oder Fun-Videos oder Glaubensvideos, dann schaltet doch ein und abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like für das, was euch gefällt. Am besten, ihr gebt für jedes Video gleich ein Like für die Mühe, die ich mir tue, die ich mir gebe. Die ich mir mache, um euch Videos zu bereiten. So mache ich es jedenfalls, wenn ich jemand anderen beobachte, der ein Musikstück im Internet preisgibt oder der nicht einmal gut Gitarre spielen kann und ein Musikstück preisgibt oder bei anderen Videos, die wertvoll sind, die einen Beitrag leisten. Einfach dafür, dass jemand die Möglichkeit hat, ein Video überhaupt zu drehen. Und deswegen kann man auf YouTube einfach so ein Like geben, ohne irgendwelche Gedanken, hat er das verdient oder hat mir das gefallen, sondern einfach so ein positives Like geben. Und dann bitte ich euch, wartet bis die Titelmusik vorbei ist. Die zeigt euch an, was für eine Plattform ich habe. Also bis gleich. Und es ist mir eine Ehre, euch das Parfum zu präsentieren. Bis gleich. Hallo, zurück again. Zurück, da bin ich, der Manuel. Zum Eau de Parfum. Dieses zauberhafte Dufterlebnis ist etwas ganz Besonderes. Denn es beinhaltet auch Gottes, also Elohims oder Jahwes Gaben. Jeder Inhaltsstoff ist so großartig, denn die Gaben sind unter anderem so vielfältig, wie zum Beispiel grüner Apfel, welches in dem Parfum enthalten ist, welcher per Hand gepflückt werden muss und einen bestimmten Weg ins Parfümlabor reist. Das Reisen passiert auch nicht von selbst. Da muss ja wer fahren, da muss ja wer hinfahren und das pflücken und im Laboratorium austesten und dann zu einem Parfum machen. Dazu braucht man eine Firma, dazu braucht man Maschinen, die das Ganze mit Mathematik in Formen pressen. Also die Flakons und alle anderen Dinge, die dazugehören. Es ist auch Rum darin enthalten, zu den Inhaltsstoffen jetzt wieder. Es ist Rum darin enthalten, welcher dosiert wird und mit Kaffee aus Kaffeebohnen, die von Gott, dem Vater, gegeben sind, vermengt wird oder werden. Es ist eine Kreation aus vielen guten Inhaltsstoffen. John Varvatos, der Parfümeur, hat sein Label zum Namen gemacht. Das Parfüm selbst hat er nicht John hat er Nick Jonas GVXNG benannt. Zu alledem ist es sehr langanhaltend und es ist so elegant und ein fein ausbalanciertes Parfüm. Es ist so fein ausbalanciert, dass es den Eindruck vermittelt, ein echter Gentleman trägt es. Und ein echter Gentleman kann es das Parfüm auch tragen. Halleluja! Halleluja! Ich denke an meine Ehefrau und danke ihr dafür, dass sie mich für meine angenehme Mühe in solchen Parfüm-Reviews unterstützt. Meine Ehefrau, ich danke dir. Und ich danke euch für eure Geduld und für eure Freude an diesem Video. Nick Jonas, John Varvatos, JVXNG. Mit grüner Apfel, Rum und Kaffee in erster Linie und noch anderen wertvollen Ingredienzen. Vielen Dank fürs Zuhören, es ist mir eine Ehre, euch das mitzuteilen und habt doch einen schönen Tag und genießt all die Parfums, die ich noch bekomme durch mich. Und alles Liebe. Ich liebe euch. Tschüss, Baba.